Servus, moin moin und hallo bei diesem Video. Ja, heute gibt's 4 Tipps für Fortgeschrittene in Company of Heroes 3. Ja! Wenn du mein Video mit den 5 Anfänger-Tipps noch nicht gesehen hast, schau gerne hier oben noch vorbei. Das sind da wirklich komplette Grundlagentipps, also wirklich für absolute Einsteiger. Mach das gerne und ansonsten, genau, gibt's heute eben Tipps für Fortgeschrittene. Ich habe mir hier auch ein paar Infos aufgeschrieben, dass ich nichts vergesse. Von dem her werde ich auch ab und zu hier runter gucken, dass ich eben nichts vergesse. Also, was ist wichtig? Die folgenden Tipps, die ich heute gebe, sind jetzt nicht so ein konkretes Ding, das man umsetzt und man wird sofort besser, sondern die Tipps, die ich gebe, die werde ich Stück für Stück wesentlich besser in Company of Heroes 3 machen, wenn du sie auch wirklich anwendest und trainierst. Das ist ganz wichtig zu sagen. Also nur vom Anschauen von diesen Tipps, die ich hier geben werde, wirst du nicht besser. Es ist nicht so ein Tipp, wo ich sage, mach das, genau das eine, und dann wirst du sofort besser, sondern du musst wirklich das, was ich sage, dir deine eigenen Gedanken drüber machen zu diesen 4 Tipps und die dann versuchen, selbst in dein Spiel zu integrieren und umzusetzen und eben, wie schon gesagt, nach und nach zu trainieren. Und was noch auch wichtig ist, es sind jetzt keine Tipps für die absoluten Vollprofis, die irgendwie schon 1500 Elo oder sonst was haben, sondern es sind Tipps für Leute, die einfach die Grundlagen in Company of Heroes 3 beherrschen und einfach wirklich besser werden wollen im Online-Multiplayer. Ein weiterer Hinweis noch, ganz wichtig vielleicht, oder nicht ganz wichtig, aber so am eigenen, also so zur eigenen Info, schau gerne auch auf Twitch vorbei unter Bavarian-Humba, weil da im Stream wir aktuell auch eben ganz viel Company of Heroes 3 logischerweise spielen und uns mit den Leuten untereinander austauschen, uns gegenseitig Tipps geben, Taktiken besprechen und uns einfach so ganz viel gegenseitig helfen und lernen. Ist vielleicht auch ganz hilfreich, wenn dich das interessiert. Aber jetzt labere ich auch nicht mehr länger rum, sondern wir fangen mit den Tipps an. Der erste Tipp lautet, ein Gameplan ist der halbe Sieg. Einfach so drauf loszuspielen mag vielleicht zum gemütlichen Zocken oder zum KI-Verdreschen ganz okay sein, aber wenn du wirklich im Multiplayer besser werden willst, ist das keine Option, einfach so drauf loszuspielen. Also wenn du wirklich besser werden willst und mehr Spiele gewinnen willst, ist ein ganz wichtiger Aspekt, wie kannst du deine Stärken ausspielen. Für den Anfang ist es wichtig, wenn du dir mal bewusst machst, was deine Stärken sind. Sowohl die spielerischen Stärken, als auch die Stärken deiner Fraktion bzw. deiner Kampfgruppe oder dem Doktrin, das du auswählst. Überleg mal wirklich konkret für dich, was sind deine spielerischen Stärken? Bist du vielleicht ein defensiver Spieler oder eben ein offensiver Spieler, der eben aggressiv spielen kann und vielleicht dem das Multitasking insgesamt sehr leicht fällt? Dann wäre es für dich zu empfehlen, so wie ich bei mir zum Beispiel eben das auch ist, dass du eben auf Map-Kontrolle gehst, viele Punkte capst, versuchst den Gegner zu flankieren oder eben hinter die Linien zu kommen und auch mal Gebiete abzuschneiden. Wenn du aber eher doch ein defensiverer Spieler bist, dann solltest du dich vielleicht bloß auf 2 Siegpunkte konzentrieren und dort deine Stellung aufbauen. Zum Beispiel eben so Pack-, Panzer- und Artilleriestellungen bietet sich für einen defensiveren Spieler oft auch mal gerne an. Und dann versuchst eben auch das Spiel mehr in diese Richtung auf der Karte zu lenken. Gleiches gilt natürlich auch, wenn du ein guter Microspieler bist, beziehungsweise ein gutes Gespür dafür hast, wie sich so Einheiten verhalten. Was ich zum Beispiel eben nicht so gut kann, oftmals so die Panzer richtig gut zu steuern, um wirklich die maximale Effizienz rauszuholen. Aber wenn du das eben gut kannst, dann versuche eben den Gegner auch dieses Spiel aufzuzwingen, dass du bis zu den Panzern kommst und dadurch dann eben auch eben deine Stärken ausspielen kannst. In der Theorie ist das ja alles schön und gut, aber ich will dir jetzt auch mal ein ganz konkretes Beispiel geben. Also, ich bin zum Beispiel eher ein aggressiver Spieler, der eben versucht, viel Map-Kontrolle aufzubauen und eben der auch viele Punkte cappen will. Demnach überlege ich mir schon vor dem Spiel in der Regel, welche Kampfgruppe ich spielen will, beziehungsweise auf welches Doktrin ich gehe. Natürlich kann sich das im Laufe des Spiels auch noch spontan ändern, wenn ich sehe, der Gegner spielt jetzt irgendeine bestimmte Taktik, dann kann ich auch noch darauf reagieren, aber prinzipiell überlege ich mir vorab, welche Kampfeinheit ich spielen will oder Kampfgruppe ich spielen will. Dann, wenn eben der Ladebildschirm kommt und ich sehe, welche Karte gespielt wird, dann entscheide ich eben auch noch, wo sende ich meine Einheiten zuerst hin auf der Karte, um eben zum Beispiel erst auf Öl zu gehen, weil ich das für meine Kampfgruppe brauche, oder ob ich zum Beispiel erst mehr Munition brauche. Je nachdem überlege ich mir eben schon, bevor das Spiel beginnt, wo ich meine Einheiten hinsenden werde. Und das ist eben auch ganz wichtig, dass du dir eben davor schon Gedanken machst und eben sozusagen diesen Matchplan überlegst. Glaub mir, das macht wirklich viel aus, wenn du nicht erst im Spiel zum Überlegen anfängst, wie deine Taktik aussehen könnte. Egal eben ob im Leistungssport oder auch im E-Sport. Die Spieler überlegen sich schon vorab, was sie machen wollen und wie ihre nächsten Spielzüge aussehen könnten. Ein organisiertes und durchdachtes Vorgehen ist der Schlüssel zu einem dominanten Sieg.
Also überleg dir vor deinem Spiel, was du machen willst, wie du auf dieser Karte spielen willst und wie du eben deine Stärken am besten zur Geltung bekommst oder Geltung bringen kannst. Und darauf richtest du dann eben auch dein Spiel aus. Im Anfängervideo haben wir ja bereits Rallye-Punkte und den Shift-Command kennengelernt. Jetzt geht's weiter und wir kommen zum nächsten Schritt auf deinem Weg zu einem besseren Company of Heroes bzw. Echtzeitstrategiespieler. Und zwar sollst du dir angewöhnen, Hotkeys bzw. Shortcuts zu benutzen. Du kennst das Ganze vielleicht auch aus deiner Arbeit mit Excel, Word oder anderen Programmen, in denen du durch einfache Tastenkombinationen bestimmte Aktionen direkt ausführen kannst. Und genau sowas gibt es eben auch in Company of Heroes 3. Aber was bringt dir das Ganze? Erstens sparst du dir dadurch enorme Zeit, weil in der Regel ist es ja so, du klickst auf der Minimap oder wo ich immer, dass du zu einer Basis springst. Dann klickst du dein Gebäude an und dann klickst du an dem Gebäude unten rechts im Menü nochmal an, welche Einheit du bauen willst. Das nimmt im Laufe der Zeit, wenn du das mehrfach machen musst, weil du ja logischerweise mehrere Einheiten im Laufe eines Spiels baust, echt viel Zeit in Anspruch. Wenn du das Ganze aber durch schnelle Tastenkombinationen automatisieren kannst oder eben viel schneller machen kannst, ohne den Ort zu wechseln, bringt dir das extrem viel Zeit und außerdem wird deine Aufmerksamkeit davon nicht in Anspruch genommen. So, ich will dir jetzt natürlich auch gleich ein konkretes Beispiel geben. Also hier zum Beispiel. Man sieht jetzt, ich bin gerade an der Front und muss kämpfen. Meine Einheiten bekommen Schaden. Dass ich mich weiterhin darauf konzentrieren kann, aber mein Nachschub nicht in Vergessenheit gerät, kann ich jetzt zum Beispiel durch Drücken von F1 mein Hauptgebäude anwählen, ohne dass ich zurückspringen muss. Und kann hier unten eben, wie man sieht, schön meine Einheiten nachbauen. Klar, und jetzt zum Beispiel durch das Drücken von der Taste W. Dann wird automatisch ein Panzergrenadier gebaut, ohne dass ich von der Front weggehen muss und quasi meine Einheiten nicht kontrollieren kann. Das ist ein Beispiel. Oder ein weiteres Beispiel ist, hier bei den Afrikorps Dinggebäude hier, also die Waffenkammer und hier die Upgrades. Bevor ich jetzt hier draufklicke, ewig lang hier rüber gehen muss und dann das richtige anwähle, kann ich auch einfach hier es anwählen und dann durch Drücken von der Taste Q, weil ich habe logischerweise meine linke Hand eh auf der Tastatur, durch Drücken der Taste Q oder so einfach ein Upgrade erforschen. Und das erspart wirklich im Laufe der Zeit viel oder im Laufe des Spiels viel, viel Zeit. Eben, man kann sich darauf konzentrieren, wählt seine Gebäude an, kann dann einfach durch Drücken der Taste Q oder wie auch immer gewisse Einheiten nachbauen und sie auch direkt immer dorthin rallyen, wo man sie braucht. Und das solltest du dir unbedingt angewöhnen, diese Hotkeys, die es in dem Spiel gibt, auch zu verwenden. Hier fürs Upgraden des Gebäudes T zu drücken, wie auch immer. Also das ist wirklich sehr hilfreich. Es gibt unzählige Beispiele. Und das ist natürlich auch bei jeder Fraktion ein bisschen anders, aber das grundlegende Prinzip mit Hotkeys, also Gebäude anwählen mit F1, 2, 3, 4 etc. und dann eben mit Q, W, E die Einheiten zu bauen, ist eigentlich immer gleich. Oder natürlich auch ein ganz wichtiges Beispiel, dass man die Fähigkeiten seiner Einheit natürlich auch über Kontrollgruppen macht. Hier zum Beispiel, ich habe diese Einheit hier angewählt. Bevor ich jetzt hier runtergehe, Granate schmeiß oder runtergehe, Smoke, kann ich einfach die Einheit anwählen und muss nicht lang mit der Maus nach unten wandern, sondern drücke eben einfach zum Beispiel Taste Y und kann dann die direkt schmeißen, diese Smokes oder hier die ganzen Sachen. Oder eben auch die Upgrades erforschen für die bessere Maschinengewehre, kann ich alles ohne hier runter zu klicken, einfach schön über die Tasten steuern. Also das ist wirklich wichtig. Genau, so viel dazu. Aber wir können das Ganze auch noch anders nutzen, indem wir quasi unseren aktiven Einheiten auf dem Feld Kontrollgruppen geben. Das heißt, ich wähle zum Beispiel hier diese Gruppen aus, drücke Steuerung plus, also Steuerung und die Taste 1 zum Beispiel, dann haben die jetzt hier diese 1 über dem Symbol. Das heißt, wenn ich jetzt die 1 drücke, wähle ich die Einheiten automatisch aus und muss nicht extra hier draufklicken und was machen. Wie kann ich mir das zunutze machen? Hier ein kurzes Beispiel. Ich gebe denen jetzt kurz die Kontrollgruppe 2, also sollten sie logischerweise schon zuvor haben. Aber jetzt sehe ich im Kampf, ich bin hier, mache irgendwas und sehe, oh, meine Kontrollgruppe 2 hat wenig Lebenspunkte. Da muss ich jetzt nicht extra hier hinspringen, die anwählen, zurückschicken, sondern ich kann einfach jetzt die Taste 2 drücken, die Einheit anwählen und einfach R drücken und dann läuft die Einheit zurück, ohne dass ich aktiv am Geschehen war. Das ist, glaube ich, mein ganz konkretes Beispiel. Dann was ich auch zum Beispiel bei den Afrikorps ganz gerne mache, den Medic-Wagen auf die Taste 5 zu legen. Das ist für mich einfach praktisch. Mit 5, jetzt kann ich zum Beispiel auch hier den Medic an die Front fahren, ohne dass ich den hinten anwählen muss, sondern ich bin hier im Kämpfen, drücke die Taste 5 und schicke den Medic hier schon mal rüber, damit die Einheiten geheilt werden. Oder zum Beispiel auf der Taste 7 habe ich hier meine Artillerie gelegt. Heißt, hier sehe ich, dass irgendwie ein Kampf geschehen ist. Ich muss nicht extra zur Artillerie springen, sondern ich drücke kurz die 7, habe die Artillerie automatisch hier ausgewählt und kann dann eben zum Beispiel über Y hier den Beschuss starten, ohne extra nach hinten klicken zu müssen. Ich glaube, dadurch wird es ganz deutlich, was ich meine. Und es hilft halt im Spiel extrem, einfach sich auf die wichtigen Sachen wie im Micromanagement zu konzentrieren. Genau,
Also Kontrollgruppen mit Steuerung und dann eben mit der ausgewählten Zahl einfach vergeben und dann kann man immer durch das Anklicken der einfachen Zahl diese Kontrollgruppe anwählen und einfach durchspringen über das Ganze, ohne viel klicken zu müssen. So, das war jetzt ziemlich viel Input auf einmal, aber wichtig ist, dass du dich einfach langsam steigerst. Also am Anfang erst einmal das Grundlegende trainierst, wie zum Beispiel deine Gebäude über F1, F2, F3 anzuwählen. Wenn du dann das irgendwann automatisiert hast und verinnerlicht hast, dass es automatisch abläuft und du gar nicht mehr groß drüber nachdenkst, kannst du das nächste vornehmen, wie zum Beispiel Kontrollgruppen zu vergeben oder auch in Zukunft die Upgrades mit Hotkeys zu bauen. Versuch nicht alles auf einmal zu machen, sondern wirklich dich einfach langsam nach und nach das anzutrainieren und irgendwann hast du dann diese Automatismen drin, so heißt das Wort, Automatismen drin, und wirst besser. Genau. So viel zum Tipp Nummer 2, Hotkeys und Kontrollgruppen verwenden. Kommen wir auch schon zum Tipp Nummer 3. Angeschlagene Einheiten nicht voreilig zurückzuziehen. In einem meiner Anfängervideos habe ich dir ja gesagt, dass du deine Einheiten lieber rechtzeitig retreaten sollst, bevor sie sterben. Jetzt, wo du aber diese Grundmechaniken vom Spiel schon beherrschst und auch schon ein Gespür dafür bekommen hast, wie lange eine Einheit überleben kann, bevor sie stirbt, oder eben wenn du gegen gewisse Einheitenkombinationen oder Typen kämpfst, hast du ja mittlerweile schon ein Gespür dafür, wie viel Schaden da reinkommt und wie lange die Einheit dazu im Kampf durchhält. Da du das jetzt kannst, ändern wir auch das ganze Vorgehen in deinem Spiel nochmal. Weil oft ist es so, dass man einfach Einheiten überhastet zurücksendet, wenn sie noch 40 HP oder 30% HP oder so 50% HP teilweise sogar haben. Das ist natürlich super ineffizient, weil man muss sich vorstellen, im ganzen Prozess, die Einheit muss von der Front zur Basis zurücklaufen. Dort wird sie geheilt und dann muss sie auch erst wieder nach vorne laufen, bevor sie wieder was machen kann. In dieser Zeit ist ja die Einheit nicht verfügbar. Sprich, du kannst sie nicht micron, du kannst damit keine Punkte cappen, du kannst keinen Schaden auf deinen Gegner machen und einfach nichts um diese Einheit in dieser Zeit machen eigentlich. Und das ist natürlich super fatal und ineffizient. Und jetzt schauen wir uns auch wieder ganz konkret in-game an, was du besser machen kannst. Oft ist es eben wesentlich besser, wenn du im Kampf eine angeschlagene Einheit nimmst, zurückziehst, da sich dann das Feuer des Gegners quasi auf eine andere Einheit verlagert und du dann aus dem Hintergrund mit dieser angeschlagenen Einheit Schaden machst. Weil dadurch kannst du eben viel mehr Schaden auf den Gegner machen und gewinnst oft vielleicht eben entscheidende Kämpfe an Ressourcenpunkten, an denen du dann vielleicht eben die Kontrolle übernehmen könntest oder kannst dadurch eben. Also ist es wichtig, dass du dann oft angeschlagene Einheit nicht sofort retreatest, sondern erst zurückziehst, dass du eben mehr Schaden insgesamt auf deinen Gegner bekommst. Und glaub mir, sowas kann eben oft den Unterschied ausmachen. Das Ganze erfordert aber natürlich auch ein bisschen Übung, um dass du ein Gespür dafür bekommst, wann das geht und wann es eben nicht geht. Aber wie gesagt, diese Tipps sind jetzt eben auch schon für Fortgeschrittene. Das braucht eben auch ein bisschen Übung, das Ganze. Kommen wir auch schon zum vierten und letzten Tipp. Der lautet, schöpfe dein Potenzial voll aus. Bei diesem Tipp ist es jetzt so, der beinhaltet alle möglichen Aspekte des Spiels, also man kann auch sagen, der untergliedert sich jetzt in mehrere verschiedene Tipps, aber genau, fangen wir auch mal gleich mit der Nachproduktion an. Also, wie kannst du bei der Nachproduktion dein Potenzial voll ausschöpfen oder was meine ich damit überhaupt? Gerade am Anfang ist es halt extrem wichtig, dass die Produktion nicht in Stocken gerät. Denn in den ersten Minuten des Games, wo noch weniger Einheiten auf dem Feld sind, zählt wirklich jede Sekunde. Weil wenn du zum Beispiel eine Einheit ein bisschen früher auf dem Feld hast, kannst du einen Punkt früher cappen als dein Gegner. Du kannst vielleicht an vielen Fronten eine Überzahlsituation schaffen, wenn die Einheiten wirklich sofort an die Front kommen. Du kannst 2 gegen 1 kämpfen, dadurch muss dein Gegner retreaten und du kannst wieder noch mehr Kontrolle über die Map aufbauen. Also hier ist es eben wichtig, dass du wirklich bei der Nachproduktion, dass die wirklich ständig am Laufen ist und nicht in Stocken gerät. Und das Ganze kannst du eben super mit dem Tipp Nummer 2 mit den Hotkeys kombinieren, wo du eben nicht extra aus dem Geschehen rausspringen musst und zurück zur Basis gehen musst, sondern du kannst direkt an der Front über die Hotkeys deine Nachproduktion ständig am Laufen halten. Genau, das mal so zur Nachproduktion. Dann kommen wir jetzt zum Ressourcenmanagement. In Company of Heroes ist es eben auch sehr wichtig, ein Ressourcenmanagement zu betreiben. Sprich, dass du deine Ressourcen in Einheiten umwandelst. Dieser Tipp zählt natürlich über die ganze Dauer des Spiels, also nicht nur zu Beginn oder im Midgame, sondern auch im Late Game. Es ist nämlich so, dass du oft durch das Micron an den Fronten oder an den Kämpfen, durchs Cappen, einfach vergisst, auch permanent deine Ressourcen auszugeben für Upgrades oder für Einheiten. Es ist wichtig, dass du die Ressourcen für Einheiten ausgibst, weil es eben dann so ist, dass dann eben vielleicht mal eine Kontereinheit mehr als dein Gegner auf dem Feld hat. Zum Beispiel, sag ich mal, eine Pack mehr hast und dann bei einem entscheidenden Kampf, wenn diese Pack schon auf dem Feld ist, gewinnst du diesen entscheidenden Kampf dadurch. Ein Leitsatz, den man auch hier sich immer so quasi im Hinterkopf halten kann, lautet: Ressourcen auf der Bank können nicht für einen kämpfen.
Natürlich kann es auch mal sein, dass man sagt, ich will jetzt die Ressourcen sparen, um eben hochzutechen, ein T3-Gebäude zu bauen oder irgendwie größere Einheiten zu bauen. Da muss man schon mal drauf sparen. Aber ansonsten versuch wirklich so effizient wie möglich deine Ressourcen auszugeben, dass du nicht auf einmal irgendwie 300 Öl über hast, Ich bin reich! aber keine Manpower mehr oder so. Und das ist eben noch was, wo man auch so mit der Dauer, über die Dauer des Spiels lernen muss, dass man quasi immer hier effizient wirtschaftet. Genauso das Potenzial seiner Fraktion voll auszuschöpfen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt wieder mal das Duck-Beispiel, wenn ich Duck spiele und da die Gustatoris oder so, dann ist es natürlich auch wichtig, dass ich dann die Flammenwerfer von denen hernehme und auch wirklich viel Schaden auf die Infanterie bekomme. Also ganz als vereinfachtes Beispiel jetzt so, aber dass man halt auch wirklich dann das Potenzial der jeweiligen Fraktion ausschöpft, nicht nur von den Ressourcen, von der Nachproduktion und von deinem Spielstil her, sondern eben auch, dass du die Fraktion wirklich so spielst oder das hernimmst, was die Fraktion gut kann oder diese Kampfgruppe. Das ist eben ganz wichtig. Gerade diesen Vorteil, den man sich zu Beginn eines Spiels dadurch erspielt, dass man sein Potenzial voll ausschöpft, streckt sich dann oft über die ganze Dauer des Spiels, weil das hat nur Vorteile, die sich dann über das ganze Spiel erstrecken, wenn du am Anfang schon mehr Map-Kontrolle hast, mehr Ressourcen bekommst und so weiter und so fort. Ich hoffe, der letzte Tipp war jetzt auch verständlich, was ich damit meine. Ich glaube, das war jetzt vielleicht ein bisschen allgemein so geredet, aber es ist halt wirklich wichtig, einfach nicht unnötig Ressourcen auf der Bank liegen zu lassen, dass deine Einheiten auch wirklich nachproduziert werden permanent und dass du quasi immer was auf dem Feld hast. So, das war's auch mit diesen 4 Tipps für fortgeschrittene Spieler in Company of Heroes 3. Ich hoffe, das Ganze hat dir gefallen und lass auch gerne mich noch wissen oder alle anderen Leute in der Community, welche Tipps du für uns hast. Schreib's einfach in die Kommentare und dann kann ich vielleicht auch ein extra Video mal dazu machen oder eben jeder kann einfach die Kommentare lesen, welche Tipps die anderen Leute noch so für einen haben. Und wie schon gesagt, noch ein kleiner Hinweis, gerne auf Twitch vorbeischauen, Bavarian-Humba. Dort tauschen wir uns auch ganz viel über Company of Heroes 3 aus, geben uns gegenseitig Tipps, besprechen Taktiken, wie man auf welchen Karten wie spielen kann. Ist immer super lehrreich, wie ich finde. Und genau, also dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Bis dahin, wiederschauen und reingehauen!